Borussia Dortmund entscheidet das Borussen-Duell für sich und gewinnt 2:1 bei Borussia Mönchengladbach. Und wie diese Leistung vom BVB heute einzuschätzen ist, was im Spiel alles passiert ist, das bespreche ich jetzt zusammen mit meinem Kollegen Cedric Gebhardt. Der sitzt im Borussia-Park und hart noch ein bisschen aus. Cedric, lass uns das Spiel mal kurz zusammenfassen. Irgendwie war es komisch, oder? Also irgendwie ist viel passiert, aber irgendwie auch nicht. Wie habt ihr es gesehen? Wie würdest du es beschreiben? Ich würde sagen, das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist tatsächlich aus dem Spiel heraus nicht so viel passiert, aber es hat dann doch einige Ereignisse gegeben, wenn ich an die Elfmeter denke, wenn ich an den zurückgenommenen Elfmeter denke, wenn ich an den Platzverweis denke und so, das habe ich gerade schon mal den Kollegen gesagt, ist mein Spielbericht und Analyse dann heute doch wieder sehr, sehr lang geworden, weil sich dann doch einige Szenen aneinandergereiht haben. Ja, unterm Strich würde ich sagen, eine sehr, sehr leidenschaftliche Leistung von Borussia Dortmund, ein absoluter Arbeitssieg, hart erkämpft, womöglich, ja, teuer erkämpft, weil man eben sehr, sehr viel investieren musste und fast eine Halbzeit in Unterzahl bestritten hat. Das könnte womöglich dem BVB teuer zu stehen kommen oder ihm zumindest Kraftreserven kosten mit Blick auf Atletico. Aber da gehen wir gleich sicherlich noch drauf ein. Aber insgesamt ein absolut verdienter Arbeitssieg. Dann lass uns direkt über Personalien sprechen. Es gab zu Beginn direkt dann eine Schrecksekunde für den BVB. Haller musste ausgewechselt werden. Was ist da passiert? Habt ihr schon irgendwelche Infos, wie es ihm geht, was da ja, jetzt eventuell ansteht? Eventuell wieder ein langer Ausfall? Das können wir jetzt aktuell noch nicht sagen. Ich habe mich jetzt gerade noch mal kurz bei Borussia Dortmund erkundigt. Die wissen aber auch noch nichts Genaues. Dafür ist das Ganze noch zu frisch. Also ich glaube, 1 Minute 6 Sekunden war es. Da lag Sébastien Haller schon auf dem Rasen. Nico Elvedi hat ihn getroffen, hat erst den Ball gespielt, aber eben ihn auch getroffen am Sprunggelenk. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das schon ledierte Sprunggelenk ist. Wir erinnern uns an den Januar, an den Afrika Cup, als er genau da eine Verletzung am Sprunggelenk hatte und eben wochenlang ausgefallen ist. Das wäre jetzt Spekulation, wenn ich darüber jetzt was sagen würde, aber klar war, Sébastien Haller, erstes Spiel seit Mitte September in der Startelf zum ersten Mal und dann gleich nach 9 Minuten musste er ausgewechselt werden. Er hat erst noch ein paar Minuten durchgehalten, aber dann ging es doch nicht weiter. Er musste früh runter, Youssoufa Moukoko ist gekommen. Man muss allerdings sagen, am Spiel und an der Überlegenheit von Borussia Dortmund hat das zunächst einmal gar nichts geändert. Lass uns noch auf weitere Personalien schauen. Maatsen wurde in der Halbzeit ausgewechselt und auch bei Bynoe-Gittens sah es bei dem Wechsel so aus, als wenn er nicht so ganz rund läuft. Informationslage wahrscheinlich ähnlich wie bei Haller, oder? Genau, bei Ian Maatsen kann man davon ausgehen, dass das war, weil hatte ja schon die gelbe Karte gesehen, um ihn jetzt hier nicht gelb-rot, er war gelb-rot gefährdet, hatte eine klare Ansage vom Schiedsrichter bekommen, dem wollte man zuvorkommen und hat ihn deshalb ausgewechselt. Bei Jimmy Bynoe-Gittens wissen wir tatsächlich noch nichts Genaueres, kann aber natürlich auch sein, um eben dann taktisch auch nochmal was zu verändern. Jadon Sancho, das war ja heute Vormittag oder vor der Partie zumindest, auch ein ja, kleiner Schock für Borussia Dortmund, ist ja gar nicht mit angereist, ist hier nicht mit aus dem Bus gestiegen, wir haben extra darauf geachtet, der soll einen Infekt haben, ist wahrscheinlich auch nur eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf das Spiel gegen Atletico. Dann schauen wir auf das Sportliche. Du hast es gerade schon angedeutet, aus dem Spiel heraus ist gar nicht so wirklich viel passiert und wenn, dann waren es eigentlich Tore. In der 22. Minute ging es los. Das 1:0 für den BVB. Sabitzer ja, startet da durch, geht gut in die Tiefe und macht dann das 1:0. Gejubelt hat er irgendwie nicht. Es war auch irgendwie, passte zur Stimmung von dem Spiel. Es sah erst irgendwie so aus, als ob er gar nicht wusste, ob das Torbehalt zählt, aber es zählte. Wie hast du die Situation und das 1:0 erlebt? Was hat der BVB da richtig gemacht? Ja, das war so ein bisschen gefühlt aus dem Nichts gefallen, dieses Tor. Der BVB hatte zu dem Zeitpunkt fast 70% Ballbesitz. Hat ja auch optisch klar den Ton angegeben, aber so richtig Chancen konnte er sich, ich muss mal eben das Mikro richten, konnte er sich nicht herausspielen. Ist viel in die Breite gegangen, hat es dann eben auch über die schnellen Außen, über Bynoe-Gittens und Adeyemi versucht, aber viele dieser Angriffe waren dann doch bei den Gladbachern in guter Obhut. Die sind ja ähnlich defensiv aufgetreten wie zuletzt gegen Wolfsburg, also mit Ball, zwar eine Dreierkette, aber gegen den Ball eben so ein Fünferriegel. Und da hat Dortmund schon Probleme gehabt, so richtig Räume aufzuziehen. Bis zur 22. Minute, dann gab es eben diesen langen Ball von Nico Schlotterbeck eben hinter die Kette und diesen guten Laufweg von Marcel Sabitzer, der dann eben links in den Strafraum startet und Jonas Omlin dann auch überwindet. Omlin war dann sicherlich auch nicht ganz gut postiert, hat erst, glaube ich, einen Schritt zurück gemacht, dann wieder nach vorne, hat der BVB dann gut davon profitiert, aber Sabitzer hat das ja gut antizipiert, diese Situation, und hat den Ball dann schön versenkt, war natürlich ein wichtiger Treffer für Borussia Dortmund zu diesem Zeitpunkt. Dann lass uns kurz bei Sabitzer bleiben. Heute wesentlich offensiver positioniert als in der Vergangenheit. Wie hat er dir, ja, vorne gefallen, sag ich mal? Ich würde sagen, er hat die Rolle, die man sich von ihm häufiger wünscht, heute auch ganz gut ausgefüllt. Ja? Er ist ja oft sehr, sehr umtriebig und versucht viel dieser Verbindungsspieler eben zu sein zwischen Defensive und Offensive. Heute hat er das gut gemacht. Er war sicherlich ganz bewusst taktisch auch weiter vorne postiert. Salih Özcan war dann schon klar der Abräumer im zentral-defensiven Mittelfeld und Sabitzer hat sich dann viel in die Halbräume auch orientiert. Finde ich, hat er gut gemacht. Er hat viele Bälle gut aufgenommen, war, wie gesagt, dieser Verbindungsspieler, den man sich erhofft von ihm, hat auch unheimlich viel, unheimlich fleißig gearbeitet. Habe eben mal bei uns in die Datenbank geguckt, 11,6 Kilometer, das ist der Spitzenwert, also er ist häufiger derjenige, der besonders viel läuft. Die Frage ist ja immer, wie zielführend ist das? Heute war das sehr zielführend, hat wirklich eine gute Partie gemacht, hat mir gut gefallen, hat auch viele Sprints angesetzt, damit immer wieder versucht, Lücken zu schaffen. Der BVB hat die zwar nicht immer so gut gespielt, aber alles in allem war das heute eine gute Vorstellung von Marcel Sabitzer. Und er stand ja noch das ein oder andere Mal im weiteren Verlauf dann auch im Mittelpunkt. Wir machen über die Szene im nächsten Mittelpunkt sozusagen einen kleinen Sprung. Das 2:0 gab es dann per Elfmeter für den BVB. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren. Das war eine klare Sache. 2:0 eben durch Sabitzer. Und dann gab es in der 36. Minute den Eckball für Borussia Mönchengladbach und eigentlich auch die erste Chance im Spiel. Und Wöber kommt da völlig frei zum Kopfball, macht dann den Anschlusstreffer. Ja, da hat irgendwer nicht so richtig aufgepasst in den Abwehrreihen vom BVB, oder? Ich würde sagen, nicht nur irgendwer, sondern insgesamt war das schlecht verteidigt. Also du sprichst die Szene an, Gumu ist ja gegen Schlotterbeck zu Fall gekommen, Maatsen hat dann noch zur Ecke geklärt, die Gladbacher Fans wollten hier sehr gerne sofort Elfmeter sehen, aber ich glaube, da ging alles mit rechten Dingen zu. Aber wenn es einen Eckball gibt für Borussia Mönchengladbach, dann müssen die Alarmsirenen bei Borussia Dortmund eigentlich angehen, denn die Gladbacher sind unheimlich stark nach Ecken, haben bislang schon 11 Mal getroffen und haben dann eben jetzt das 12. Mal getroffen. Das ist neuer Bundesliga-Bestwert. Noch nie hat eine Mannschaft so oft in der Bundesliga nach Ecken in einer Saison getroffen, wenn ich das eben richtig gelesen habe. Ich hoffe, das gebe ich jetzt richtig weiter. Aber du sagst es gerade, Wöber kommt völlig frei zum Kopfball. Die Szene ging tatsächlich relativ schnell. Julian Brandt hatte noch versucht, glaube ich, einzugreifen, kam aber nicht mehr richtig hinterher, wurde von Friedrich geblockt. Und so kommt Wöber links und rechts. Hatte er wirklich keinen Bewacher, keinen Nebenmann. Völlig frei zum Kopfball. Gregor Kobel kann sich strecken, wie er will. Und dann stand es eben 1:2. Also das war nicht gerade gut verteidigt von Borussia Dortmund, um es mal so auszudrücken. Dann springen wir in die zweite Hälfte, wo man dann dachte, oh, das geht jetzt aber hier ordentlich weiter. 48. Minute gab es ganz schön viel Wirbel. Omlin gegen Adeyemi, Schiedsrichter pfeift Elfmeter, Sabitzer tritt an, schießt, macht es 3:1. Und dann hieß es auf einmal, es war noch gar nicht angepfiffen. Also dann wurde es überprüft und doch kein Elfmeter. Also das war eine ganz wilde Geschichte. Wie habt ihr das im Stadion erlebt? Gab es einen Pfiff? Gab es keinen Pfiff? Was habt ihr gehört? Was habt ihr gesehen? Klär uns mal auf, wie es vor Ort war. Ja, wir waren ähnlich verwundert aufgrund dieser Gesamtkonstellation, so will ich es mal nennen. Im ersten Moment hat Schiedsrichter ziemlich klar diese Entscheidung getroffen. Sabitzer tritt an, verwandelt. Erst schien alles klar. Dann wurde das Ganze ja zurückgenommen, beziehungsweise angezeigt VAR. Der hat sich wahrscheinlich eingeschaltet. So richtig klar ist diese Szene hier auch nicht. Sabitzer, das war, glaube ich, auf den Bildern in der Wiederholung im Fernsehen zu sehen, hat, glaube ich, angezeigt, einen Pfiff gehört zu haben. Ich habe den jetzt hier nicht direkt wahrgenommen, das muss nichts heißen, es war hier wirklich sehr, sehr laut, eine sehr, sehr hitzige Atmosphäre, gerade eben rund um diese Szene. Also wir haben im ersten Augenblick gedacht, okay, 3:1, Sabitzer, der wird zum umjubelten Helden, aber dann hat der Schiedsrichter Bart Stübler sich die Szene dann eben auch draußen nochmal angeguckt und den Elfmeter dann wieder einkassiert, wohl auch zu Recht, denn bevor Omlin Adeyemi abräumt, war er eben mit der Hand am Ball und insofern ist es schon richtig, da keinen Strafstoß zu geben. Trotzdem insgesamt eine kuriose Szene, die sich so ein bisschen einfügt in das ganze VAR-Theater, das es ja schon seit Monaten gibt. Und dann konnte man, glaube ich, zumindest als Zuschauer ein bisschen durchatmen, weil bis zur Nachspielzeit habe ich dann eigentlich nichts mehr gesehen. Hast du noch was gesehen, was wir hier nicht wahrgenommen haben? Wie war die zweite Halbzeit für euch? Naja, es gab, also Borussia Dortmund musste schon sehr, sehr hart arbeiten, denn nach dieser Elfmeterszene gab es ja eben dann noch die gelb-rote Karte für Karim Adeyemi. Der hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schon für Klammerns gegen Honorar, war es, glaube ich, die gelbe Karte gesehen und hat sich dann jetzt nochmal gegen Leiner diesen Ausrutscher erlaubt, diesen Konter unterbunden und dann war eben, zack, gab es Gelb-Rot. Auch diese Entscheidung, glaube ich, korrekt. Und der BVB musste dann eben ja fast eine gesamte zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten. Und das hat man dann schon gemerkt. Edin Terzic hat dann sofort umgestellt, 4-4-1. Dortmund war insgesamt, hat sich nochmal tiefer gestellt, hat Gladbach dann kommen lassen. Die Ballbesitzverhältnisse haben sich dann auch ja, weitgehend angenähert. Der BVB hatte nur noch leichte Vorteile. Also in der ersten Hälfte hatte ich das eben schon erwähnt, oft mehr als 2 Drittel Ballbesitz. Das war dann wesentlich ausgeglichener und man hat auch gemerkt, das Stadion kommt nochmal. Die Gladbacher wollen hier unbedingt den Ausgleich erzielen, haben versucht, den Druck nochmal zu erhöhen, aber Dortmund hat das geschickt gemacht, hat die Gladbacher immer wieder gut vom eigenen Tor ferngehalten, konnte diese Phasen eigentlich ganz gut überstehen. Edin Terzic hat dann ja hinterher auch noch Mats Hummels eingewechselt, nochmal ein bisschen mehr defensive Stabilität ins Gefüge gebracht. Und so hat der BVB diese Phase eigentlich ganz gut überstanden, wobei man natürlich auch sagen muss, Gladbach hat viele Situationen nicht wirklich gut ausgespielt. Da waren dann schon viele unsaubere Aktionen dabei, davon hat der BVB natürlich auch profitiert. Trotzdem, es waren relativ frühsommerliche Verhältnisse hier, hat Dortmund das wirklich engagiert und sehr energisch gegen den Ball gearbeitet, gut verteidigt, diesen knappen Vorsprung und letztlich auch überstanden. Es gab ja dann nochmal 2-2 ganz, ganz enge Szenen in der Nachspielzeit. Wo würdest du diese 2 Chancen in der Nachspielzeit einordnen? War das dann ja, der Unterzahl geschuldet, dass man da dann vielleicht auch einfach nicht mehr so die Kraft hatte? War man vielleicht schon ein bisschen unkonzentriert? Hagen gedanklich an das Spiel gemacht? Was würdest du sagen, warum hatte Gladbach da nochmal 2 so richtig gute Dinger? Ich glaube, einen Haken hat der BVB da noch nicht dran gemacht. Er hat es ja letztlich auch verteidigt gekriegt. Aber ist ja keine Frage, wenn du irgendwie 40 Minuten in Unterzahl bist und es gab 7 Minuten Nachspielzeit, dann wirst du es, das Stadion hat wirklich die Gladbacher nochmal nach vorne gepusht. Du kannst es nicht dauerhaft verhindern, hier alle Chancen zu unterbinden. Der BVB hat das ja, wie gesagt, wie ich eben geschildert habe, sehr, sehr lange geschafft, aber dann eben 90. plus 1. Quankara im Strafraum, Kobel natürlich super reagiert und den Nachschuss, da hat sich Schlotterbeck, der mir heute gut gefallen hat, gegen Player reingeworfen und dann eben 1 Minute später dann nochmal der Kopfball von, nach Flagge von Honorar war es auch wieder Quankara, meine ich, der dann die Oberkante der Latte trifft. Wie gesagt, du kannst das nicht alles verhindern, und es hat natürlich richtig Körner gekostet, das Spiel heute, aber der BVB hat es geschafft und über die Bühne gebracht. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Nachricht, denn die 3 Punkte sind eben ganz, ganz wichtig für den Kampf um die Champions-League-Plätze. Denn Leipzig hat heute auch gewonnen, der BVB muss unbedingt Anschluss halten. Jetzt geht es am Dienstag schon weiter. Mit welcher Gefühlslage geht der BVB in das Rückspiel der Champions League? Also im Hinspiel 30 schlechte Minuten, dann eine ganz gute Reaktion mit der 1:2-Niederlage, eine einigermaßen okaye Ausgangssituation, heute ein souveräner Sieg gegen die Gladbacher. Wie ist die Gefühlslage für kommenden Dienstag? Ja, ich würde sagen, Anspannung, gemischt mit leichtem Optimismus. Die Vorstellung in Madrid war natürlich gerade in der ersten halben Stunde haarsträubend, das muss man sagen. Da hat der BVB richtig Glück gehabt, dass es nur 0:2 stand. Und natürlich hat er in der zweiten Hälfte eine Reaktion gezeigt und dann auch diesen wichtigen Anschlusstreffer gemacht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat der BVB da auch verdammt viel Glück gehabt. Und das 1:2 hat, glaube ich, nicht die Kräfteverhältnisse insgesamt korrekt wiedergespiegelt. Also der BVB hat noch alle Chancen aufs Weiterkommen, aber er muss natürlich von Anfang an da sein. Und auch das heute war, du hast gerade souverän gesagt, ich würde sagen, es war verdient, aber komplett souverän war es nicht. Es war dafür zu viel Arbeit. Der BVB hat es dann klar durch auch die Unterzahl, aber nicht geschafft, insgesamt noch für Entlastung zu sorgen. Spielerisch war das auch ausbaufähig heute. Wir haben schon angesprochen, dass aus dem Spiel heraus gar nicht so viele Torchancen gegeben hat. Also kämpferisch, leidenschaftlich war das auf jeden Fall die richtige Grundlage für das Rückspiel in der Champions League im Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Aber was die spielerische Qualität angeht, muss der BVB da sicherlich noch draufsatteln, denn sonst könnte er auch im Rückspiel gegen Atletico Probleme bekommen. Dann kann ich meine letzte Frage streichen, was der BVB aus dem heutigen Spiel mitnehmen kann, wo noch eine Schippe draufgelegt werden muss. Dann sage ich vielen Dank für deine Analyse. Komm gut zurück nach Dortmund. Danke dir. Sehr gerne, Katja. Ciao, ciao. Cedric hatte es schon angesprochen. Die Leipziger haben gewonnen. An dieser Stelle schauen wir einmal auf die Ergebnisse des 29. Spieltags. Gestern ging es los. Augsburg gewinnt 2:0 gegen Union Berlin. Mönchengladbach verliert 1:2 gegen Borussia Dortmund. RB Leipzig gewinnt 3:0 gegen die Wolfsburger. Bayern gewinnt ebenfalls mit 2:0 gegen die Kölner. Das heißt, die Leverkusener müssen also selber für die Meisterschaft sorgen. Mainz gewinnt 4:1 gegen Hoffenheim. Bochum spielt unentschieden gegen Heidenheim, gleich um 18:30 Uhr dann noch das Spiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt und morgen dann Darmstadt gegen Freiburg und zum Abschluss Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Und dann schauen wir auch noch einmal auf die Tabelle. Ganz oben Bayer Leverkusen mit 76 Punkten mit einem Sieg. Morgen kann Bayer Leverkusen dann also die deutsche Meisterschaft klar machen. Der FC Bayern auf Platz 2 mit 63 Punkten, dahinter Stuttgart mit 60 Punkten. Die spielen ja aber gleich noch. Leipzig mit 56 Punkten auch. Dortmund hat 56 Punkte, dahinter Frankfurt 42 Punkte, aber ebenfalls noch ein Spiel weniger. Augsburg 39, Hoffenheim auf Platz 8 mit 36, genauso viele Punkte hat Freiburg. Dahinter Heidenheim mit 34 Punkten auf Platz 10, Gladbach mit 31 Punkten auf 11 und Bremen auch 31 Punkte, aber auch die haben erst 28 Spiele. Union Berlin auf Platz 13 mit 29 Punkten, Wolfsburg dahinter auf Platz 14 und die Bochumer stehen auf Platz 15 mit 27 Punkten, Mainz 26 Punkte, Köln 22 Punkte und Darmstadt Tabellenschlusslicht mit 14 Punkten. Dann ja, lege ich euch noch unsere Social-Media-Kanäle ans Herz, da gibt es rund um die Uhr alle Infos zum BVB. Da könnt ihr auch alle Spieler bewerten. Es gibt die Einzelkritik, den Spielbericht. Cedric hat es gerade schon angedeutet, es gibt viel zu besprechen, viel zu lesen zu diesem Spiel und unsere nächste Live-Sendung gibt es dann am kommenden Dienstag vor dem Viertelfinal-Rückspiel Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid um 20:30 Uhr. Dann wünsche ich euch einen wundervollen Samstag, bedanke mich noch bei Ebbinghaus Automobile für die Unterstützung dieser Live-Sendung und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann, ciao, ciao.